Hallo Kinder. Na, wie geht's euch? Check. Ja, wir sind euch ja noch was schuldig. Und zwar wollten wir euch zeigen, was wir beim Open-Air-Gottesdienst gemacht haben. Da haben wir ja eine spannende Frage gestellt. Und ich war sozusagen auf Abenteuertour. Ja, aber seht selbst. Wie sieht Gott eigentlich aus? Mit dieser schwierigen Frage macht sich unser Ritchie auf den Weg. Mal sehen, wem er so begegnet. Seht selbst. Kleine Wolke, du kommst mir gerade recht. Sag mal, könntest du mir eine Frage beantworten? Aber gar eine kleine Fledermaus. Wie sieht Gott für dich aus? Gute Frage, kleine Fledermaus. Lass mich überlegen. Er ist unsichtbar und doch immer da. Ich spüre ihn bei jeder Bewegung. Viel weiß ich nicht. Ich bin ja noch sehr jung. Aber er ist mächtiger als alles auf der Welt. Er bewegt mich, wohin er will. Manchmal bringt er mich dorthin, wo ich am liebsten sein möchte. So, als hätte er meine Gedanken gelesen. Und wenn er wütend ist, dann wirbelt er mich durch den Himmel, dass ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich muss weiter, kleine Fledermaus. Bis bald. Vielen Dank, kleine Wolke. Flieg weiter. Bis bald. Das war interessant. Naja, mal schauen, was ich noch und wen ich noch so treffe. Wohnt da nicht die Taube? Ich glaube, die frage ich das auch. Hey Taube, kommst du mal raus? Ich müsste dich was fragen. Hallo, liebe Taube. Hallo, Ritchie. Hey, du bist doch Experte in Sachen Gott. Du wohnst ja schließlich im Himmel und in der Kirche. Da wollte ich dich fragen, wie sieht eigentlich Gott für dich aus? Gott ist unvorstellbar weit, wie der Himmel. Weiter und höher, als sogar ein Adler fliegen kann. Aber er ist gleichzeitig auch wie mein Rückzugsort, wie meine Kirche, zu der ich immer wieder zurückfinde. Dort habe ich einen warmen Platz, an dem ich mich ausruhen kann. Ui, Taube, das klingt schön. Vielen Dank für deine Antwort. Ich suche mal weiter. Tschüss. Das war auch interessant. Mal schauen, wen ich sonst noch so treffe. Und Licht und Wärme, das gefällt mir auch.
Mal gucken, was ich und wen ich jetzt noch so treffe. Ui ja, du, ist das nicht der hohle Baum, in dem sich unser Rabe manchmal versteckt? Na, den wollte ich auf jeden Fall noch befragen. Rabe, komm raus, ich muss dich was fragen. Hallo, mein Freund. Du, darf ich dir eine Frage stellen? Na klar. Rabe, wie sieht Gott für dich aus? Wie sieht Gott aus? Wie einer, der das Leben kennt. Gott hat alle Lebewesen geschaffen. 1.800 Milliarden Tonnen wiegen alle Lebewesen zusammen. Davon sind 2,5 Milliarden Tonnen Tiere. Also das sind ungefähr 1 Trilliarde einzelne Tiere. Wahnsinn! Und Gott ist der Lehrer von allen Tieren. Hier und überall im ganzen Weltall. Er bringt allen Geschöpfen bei, dass sie ein Teil des Lebens sind. Sie lernen, was sie zum Leben brauchen und dass sie sich irgendwie verständigen können. Er lehrt die Bienen, ihre sechskantigen Waben zu bauen. Er lehrt die Reiher, dass sie im Herbst den Weg in den Süden finden. Er lehrt die Wale, wie sie mit ihren Gesängen zueinander finden. Und uns Raben hat er zu den klügsten Tieren gemacht. Hm, muss man ja auch mal krächzen dürfen. Ja. Raben können Werkzeuge bauen. Wir benutzen Autos zum Nüsse knacken und sind überhaupt sehr weise. Aber das hört ihr ja jetzt gerade. Also Gott ist ein Lehrer, er langweilt nie, er muss kein Buch lesen, denn er weiß schon alles. Im Gegensatz zu Menschen ist er niemals hochnäsig. Er zwingt dich nicht an ihn zu glauben oder an das, was er weiß oder kann. So sieht Gott für mich aus. Oh, tolle Antwort. Lang. Interessant. Vielen Dank, lieber Rabe. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Was man so alles erfährt, wenn man sich mal auf die Suche macht, gell? Tolle Sache. Mal schauen. Ich bin schon fast reif für den Heimweg. Mal gucken. Guck mal, da taucht ja noch ein Regenbogen auf. Hey, den frag ich auch noch. Hey, lieber Regenbogen. Hallo. Sag mal, kann ich dich was fragen? Ja, klar doch. Regenbogen, wie sieht Gott für dich aus? Gott ist ein unvorstellbar humorvoller Zauberer. Wenn es regnet, sind viele Leute traurig. Dann schafft er aus winzig kleinen Regentropfen und dem Tageslicht einen bunten Regenbogen, Hals um mich. Damit schenkt er seinen Geschöpfen wieder Hoffnung, weil sie meine Farben sehen. Gott ist der Meister des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Wohin du schaust, zaubert er Wunder. Die Jahreszeiten, die Vulkane, die Ozeane, die Wüsten und Wälder. Aber er ist nicht nur ein Zauberer. Er zaubert die Schönheit in die Welt, aber er gibt ihr auch ein Ende. Ohne Ende würde jeder Zauber das Wunderbare verlieren. Regenbögen verschwinden, wie sie gekommen sind. Darum finden die Menschen uns so unendlich schön. Nur weil das Leben aller Geschöpfe ein Ende hat, ist es unendlich kostbar und schön. Ui, also, lieber Regenbogen, so hat mir das noch keiner gesagt. Vielen Dank. Na, das war aber ganz schön ergiebig. Da muss ich jetzt schnell zurück zur Frau Pfarrer. Schon wieder für heute. Aber nicht traurig sein, ihr könnt uns schon bald wiedersehen. Und zwar am 14. und am 18. Oktober. Da sind wir auf Tour mit unserem Theater. Wann, wo, wie und so, das kriegt ihr noch Bescheid gesagt. Ah, ich freue mich drauf. Hoffentlich sehe ich da wieder ein paar von euch. Tschüss, bis bald. Macht's gut.